meistgehasste Trainingsübung? Oh, I know the answer. Ja, alles, was mit Sport zu tun hat. 200 Meter Läufe in der Vorbereitung. Die sind definitiv, glaube ich, generell im Team auch gehasst. Und ich habe sie auch einige Mal in der Reha laufen müssen. Und habe irgendwann gesagt, ich mache das nächste Mal einen Sitzstreik, wenn ich die noch einmal laufen muss. Seitdem musste ich sie nie wieder laufen. Das hat was gebracht. Der Laktattest, den wir heute hinter uns haben. Ich glaube, so klassisches 1 gegen 1 oder so, das hat man so oft zum Erbrechen gemacht, blöd gesagt. Deswegen ja, mache ich, glaube ich, lieber was, wo man mehr den Ball am Fuß hat. Laufen. Laufen und Klimmzüge. Definitiv. Hürdenspringen geht noch, aber irgendwie im Schlimmsten finde ich 5-mal ins Tor laufen, 3 Purzelbäume machen und dann noch irgendwie einen Ball fangen. Ich hasse grundsätzlich Läufe. Irgendwelche Spielformen, wo nichts aufs Tor kommt. Ja, ich mag schon trainieren, deswegen ich habe nicht so eine Übung, dass ich nicht möge. Younger against oldest, and then you have to pass the ball to the middle, and then they are shooting from 10 meters or something, and I hate this exercise. I hate it so much. Please don't do it, Tommy. No, I don't like it. I don't like it. I don't feel good in this. I mean, I can, but when this exercise is coming, I know already, oh my god, it will be a shit. Das ist so eine Stabi-Übung, wo man für den Rumpf, die mag ich nicht. Ich mag es gar nicht, wenn wir frei im Viereck uns bewegen sollen und immer mal wieder irgendwelche Finten einbauen sollen und einfach mit dem Ball dribbeln. Das finde ich langweilig. Warm machen, ohne Ball. Grüß an den Trainer. Ich muss immer mit einem Patsy-Ball und dann muss man quasi ein Bein drauflegen und dann so hochziehen. Und das tut immer so weh und die kommt immer am Ende. Und ich finde die immer so blöd. Läufe, das ist ganz klar. Pendelläufe, 16 zu 16, also ganz schlimm. Das ist jetzt sehr torwartspezifisch, aber wir üben Abdruck zu flachen Bällen oder hohen Bällen. Das ist für mich, habe ich jahrelang nicht gemacht in den Stationen, wo ich war. Und das ist ein Thema, das geht mir ziemlich auf die Nerven, aber das da sind wir fleißig dran, ja. I really don't like the gym because I'm not really good at it. So everything that is with my arms, yeah. Bench press and something like that, yeah. Meine meistgehasste Trainingsübung. Fällt mir gerade so nichts ein. Ich mag alles so gerne. Das wird dem Trainer gefallen, wenn er will. Lange Läufe. Taktik ist manchmal ein bisschen, aber gehört auch dazu. Auf dem Platz nicht viele, aber ja, Laufen macht keinen Spaß. Und im Gym, ich mag keine Liegestütze, das mag ich nicht. 11 gegen 0. Es ist tatsächlich eine Aufwärmübung, die man gefühlt seit der F-Jugend oder seit der Bubi-Liga macht, wenn draußen im Kreis welche sind, die den Ball in der Hand haben und im Kreis laufen alle durcheinander und müssen dann mal nach außen laufen und den Ball wieder zurückspielen. Das ist einfach so eine Übung, die macht man schon ewig. Und wenn man so lange Fußball spielt und irgendwie diese Übung sich, das ist wirklich diese einzige Konstante, die sich so in der Karriere durchzieht und irgendwann reicht es dann auch mal. Da stehst du echt nur auf deinen Positionen, dann wird so ein bisschen immer durchgespielt, also ohne Gegner und sowas. Ganz schlimm.